Und wir haben hier Lampen von Nightcore. Das ist die T4K, ein sehr, sehr interessantes Modell. Super portabel, grosser, solider Gürtelclip, rückseitig, ist wirklich sehr, sehr stabil, hat gut. Vorher haben wir ein Display, das diverse Informationen anzeigt. So sieht es aus hier. Hier sehen wir jeweils die Lumenzahl, die Restlaufzeit, das Level und diverse weitere Angaben. Es gibt eine separate Sperrmodi bei diesem Modell. Und da haben wir schon bereits eine super starke Leistung von bis zu 4000 Lumen bei der T4K. Und noch hier einen USB-C-Ladeeingang. Und jetzt schauen wir hier schnell kurz, wie die Lampen so leuchten. Wir gehen mal schnell kurz ins erste Level, 1 Lumen. Und jetzt mal gerade direkt in Turbo auf 4000 Lumen. Momentan bei 1 Lumen und jetzt in Turbo rein, direkt 4000 Lumen, super starke Leistung. Wirkt wirklich beeindruckend, hier auf diese kleine Lampengröße, die Leistung. Und nochmal einmal 4000 Lumen Turbo bei der T4K von Nightcore. Jetzt ist es oben Turbo, haben wir jeweils noch eine Anzeige. Ich bin nicht sicher, ob man es hier ablesen vom Display. Hier tut es jeweils Retour zählen oder geht jetzt Retour auf dem Regler. Also das heisst, im Prinzip haben wir einfach also ca. 10 Sekunden Turbo-Leistung. Wir können aber mehrmals natürlich wieder Retour in Turbo rein. Die Lampe müsste natürlich automatisch, sobald sie mal heiß ist, ein bisschen früher aufhören mit der vollen Leistung. Also dort, so wie es scheint, hat sie tatsächlich schon ohne so einen Temperatursensor drin. Es ist jetzt doch ein bisschen schwierig, das so zu erkennen. Genau, der Zähler geht hier nicht mehr ganz hoch. Im Moment, wenn sie kalt ist, haben wir ein bisschen mehr Turbo-Leistung zur Verfügung. Jetzt mal durch die einzelnen Stufen. Lumenzahl momentan bei 1 Lumen. Level 2, 15 Lumen. Und hier gibt es auch schon, würde ich sagen, leicht bis etwa auf 5 Meter, wo man gut sieht. Level 3, 65 Lumen. Doch etwa so bis auf 15, 20 Meter. Eins suchen, 200 Lumen. Jetzt 200 Lumen, das ist die maximale konstante Leistung, die wir so über längere Zeit können brauchen. Respektive, soweit ich diese bisher getestet habe, habe ich nicht gemerkt, dass sie einen Step-Down machen würde, dass sie aber reduzieren mit der Helligkeit. Also 200 Lumen scheint nach meiner Erfahrung noch zu bleiben über längere Zeit. Und hier haben wir doch schon, würde ich sagen, eine gute Portion Licht für einen Spaziergang am Abend. Und was wir natürlich dann ablesen können, ist die Restlaufzeit, also 2,5 Stunden momentan, 2 Stunden 33 Restlaufzeit mit dem aktuellen Ladestang. Und der Ladestang, den können wir auch ablesen, momentan sind wir hier auf 3,99 Volt. Das ist jetzt doch gerade ein bisschen schwierig abzulesen mit der Kamera, je nachdem sieht man es doch besser. 3,99 Volt momentan Ladestang, also doch noch relativ gut gefüllt. Aktuell zeigt es doch etwas mehr an, plötzlich genau 3,99 oder 4. So sieht das aus hier bei der Nightcore T4K. Definitiv eine Empfehlung von mir. Sehr, sehr praktisch, sehr portabel. Also als praktische kleine Zusatzlampe für den Gurt, würde ich sagen, ist sie sehr, sehr gut geeignet. Weitere Angaben zu diesem Modell findet ihr auch im Onlineshop via muelleroutdoor.ch. Und nochmal kurz schnell für den Schluss eine Turbo rein. Volle Leistung 4000 Lumen, super starke Leistung, wirkt beeindruckend hier. Wieder eine T4K. Und der Link zum Shop, der ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Merci fürs Zuschauen, jetzt freue ich mich auf eure Nachricht, eure Kommentare oder natürlich dann auch auf eure Bestellung.